Herzlich willkommen zu diesem Video zu Grundprinzip von Kaizen. Das Wort Kaizen besteht aus zwei japanischen Schriftzeichen und bedeutet übersetzt so etwas wie der Weg zum Guten. Das Kaizen-Prinzip ist also, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Kaizen wurde in der Nachkriegszeit in Japan etabliert und hat viel dazu beigetragen, dass die japanische Industrie ziemlich erfolgreich wurde. Die ersten Schritte im Kaizen lauten 5S. Das sind 5 Worte, die in Japan mit S beginnen. Sie bedeuten im Deutschen Ordnung schaffen, zweitens jeden Gegenstand am richtigen Platz aufbewahren, drittens Sauberkeit, viertens die Ordnung zur Gewohnheit machen und fünftens Disziplin, also die Dinge wirklich tun. Nur in einer solch systematisch ordentlichen Umgebung macht Kaizen überhaupt Sinn. Komplexe Projekte folgen dem PDCA-Zyklus. Davon gibt es eine ganze Reihe von Variationen. Ich blende hier das Original von W. Edwards Deming ein. Der Zyklus läuft so: Ich plane eine Verbesserung, ich mache erste Veränderungen und Schritte zur Verbesserung, Do. Ich kontrolliere, ob das auch wirklich Verbesserungen gebracht hat, Check. Ich entscheide mich, was von den Veränderungen ich als Standard übernehmen werde, Act. Und ich beginne damit zu überlegen, welche neuen Verbesserungen ich anstoßen kann und bin damit wieder in einem PDCA-Zyklus. Die 5S wurden von Masaaki Imai beschrieben, der Deming-Zyklus von einem Amerikaner. Das heißt, Kaizen hat japanische wie auch amerikanische oder westliche Wurzeln. Lohnt sich Kaizen? Ja, wenn ich jeden Tag nur 1% besser werde, dann bin ich in einem Jahr 37 Mal so gut. Toyota hat das Prinzip des Kaizen ausgearbeitet zu einem Toyota-Produktionssystem oder auch ganzheitlichen Produktionssystem genannt. Und das erkläre ich in diesem Video in 2 Minuten und ich freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.